Du hast uns auch zwei Fotos geschickt, wo man so ein bisschen sehen kann, wie das ausschaut. Wir blenden das Foto ein. Das ist ja ein ganz frisch geborenes Kind. Und was sieht man da jetzt? Das, was man da sieht, ist die kleine Messsonde. Es gibt verschiedene Hörscreen-Geräte, das ist jetzt eins davon. Und diese Messsonde wird eben in den Gehörgang gesteckt, während das Baby schläft. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es möglichst leise ist. Und das Baby an sich macht immer die meisten Geräusche, deswegen ist es gut, wenn es schläft. Und dann macht man eben ganz normal den Hörtest. Das ist der erste Hörtest, der gemacht wird. Das ist eine Messung der otoakustischen Emission und damit überprüft man ein Teilsystem des Gehörs. Das ist für alle gesunden Neugeborenen das Mittel der Wahl. Und das zweite Bild, das wir haben, zeigt dann die zweite Messung. Das ist die AABR-Messung. Das ist eine automatisierte Hirnstammaudiometrie. Klingt ein bisschen kompliziert, aber letzten Endes wird eben geschaut, kommt das Signal, das über dieses kleine Mikrofon, was da im Ohr steckt, tatsächlich am unteren Hirnstamm an. Das ist die Messung für Risikobabys, weil die auch häufiger betroffen sind. Bei den normal geborenen Kindern sind etwa 2 bis 3 von 1000 insgesamt und bei den Risikokindern sind es 1 bis 3 auf 100. Das sind dann zum Beispiel Kinder, die intensiv medizinisch versorgt werden mussten oder Frühchen oder andere Erkrankungen. Und bei denen schaut man dann eben noch ein bisschen genauer. Und wenn diese Testverfahren eben unauffällig sind, dann kann man zu dem Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Kind ein normales Hörvermögen hat. Wow. Und obwohl man jetzt gerade das, wie hieß das nochmal mit der Diametrie, oder kannst du das bitte für mich nochmal? Hirnstammaudiometrie. Wow. Es sah, Hirnstammaudiometrie, genau. das ist also, es sieht wirklich vielleicht nicht so ungefährlich aus, aber es ist komplett ungefährlich. Also das. Genau. Es ist überhaupt nichts Gefährliches. Das Kind kann dadurch nicht geschädigt werden. Es wird dadurch kein Hörschaden verursacht. Es kann nicht verletzt werden. Es wird jetzt keine Nadel irgendwo reingesteckt oder ähnliches, sondern es ist tatsächlich ein ganz, ganz sanftes, objektives Hörprüfverfahren. Und wenn ich das jetzt alles weiß, wenn ich jetzt ein Vater, ein frisch gebackener Vater bin, und dann denke ich mir, das Beste, was ich für mein Kind tun kann, ist, dass ich dann weiß, mein Kind kann normal hören, oder wenn ich weiß, es kann nicht normal hören, so schnell wie möglich dann quasi unterstützend einzugreifen, statt einfach nur, dass Zeit verloren geht. Aber tatsächlich gibt es Eltern, die sehen das anders. Ich hab gelesen, es gibt Eltern, die wollen diese Untersuchung nicht. Warum nicht? Genau. Also ich glaube, das ist manchmal einfach ein bisschen Unsicherheit gepaart mit Unwissenheit. Also es ist tatsächlich so, dass viele Eltern glauben, dass man ja einschätzen kann, ob das eigene Kind gesund ist oder nicht. Und die Hörstörung hat was ganz Gemeines. Sie ist nicht sichtbar. Wenn ein Baby geboren wird und zum Beispiel ein schielendes Auge hat, dann ist Eltern sofort klar, na, da müssen wir was machen. Oder ein Klumpfuß oder ähnliches. Das ist sofort logisch, das kann man sehen, das kann man greifen. Eine Hörstörung kann man aber erstmal weder greifen noch begreifen, weil Babys sich ganz normal verhalten, egal ob sie hörgestört sind oder nicht. Das heißt, die lachen, die weinen, die schreien, die verhalten sich so, wie Neugeborene sich verhalten. Wenn die ein Bedürfnis haben, dann brüllen die. Und es ist nicht so, dass hörgeschädigte Kinder das nicht tun. Das machen die wohl auch. Es ist tatsächlich sogar so, dass es hörgeschädigte Kinder gibt, die auch bestimmte Dinge sprechen können, weil das am Anfang ein Nachahmen des Gesichtes ist. Also das Mama oder das Oma, da sieht man ja sehr deutlich, wie der Mund sich bewegt. Das heißt, auch hörgeschädigte Kinder können sowas durchaus lernen, aber ein tiefergehender Spracherwerb ist dann eben ganz, ganz schwierig oder gar nicht möglich. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem. Und das zweite Problem ist einfach, wenn man mit so einem Neugeborenen nach Hause kommt, ich bin ja auch Mutter, da ist man ja mit vielen anderen Dingen wirklich beschäftigt und muss sich an viele Dinge erstmal gewöhnen. Und dann vergisst man einfach auch ganz, ganz viele Dinge. Von Geburtstagen über selber essen und schlafen, ist da alles dabei. Und dann gehen solche Dinge manchmal unter. Das heißt, die meisten Eltern reagieren schon auf unsere Aufforderung, da nochmal was zu machen.
Aber man muss auch akzeptieren, wenn Eltern das nicht möchten. Und dann muss man da leider Augen zu und durch und kann nur versuchen aufzuklären, warum es vielleicht doch wichtig wäre. Und wir sehen jetzt hier quasi von der Uniklinik in Köln, das ist die offizielle Website, da sieht man dich auch mit einem kleinen Mädchen. Das ist, glaube ich, deine Tochter vor vielen, vielen Jahren, wenn ich das richtig erkenne. Genau. Und vielleicht erzählst du, was ist denn ein Neugeborenen-Hörscreening? Ja, also das Neugeborenen-Hörscreening betreue ich jetzt für den Bereich Nordrhein seit 13 Jahren. Das sind jetzt tatsächlich das 13. Jahr, die wir da aktiv sind. Die Hörscreening-Zentrale kümmert sich eben darum, dass diese Früherkennungsuntersuchung möglichst allen Neugeborenen zur Verfügung gestellt wird. Es ist so, dass das Hörscreening seit 2009 grundsätzlich jedem Neugeborenen in Deutschland angeboten werden soll. Oft funktioniert das, aber eben nicht immer. Man hat aber im Grunde in zig Studien festgestellt, dass ein reines Hörscreening nicht effektiv genug ist, sondern daran angeschlossen soll ein Tracking sein. Und das Tracking ist die Begleitung von noch nicht getesteten Kindern oder von Kindern, die kontrollbedürftig in der Geburtsklinik getestet wurden. Und da sorgen wir eben dafür, dass die tatsächlich betroffenen Kinder eine frühzeitige Diagnose bekommen. Denn je früher eine Hörstörung diagnostiziert wird, die angeboren ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Kinder eine annähernd normale Lautsprachentwicklung haben. Und Lautsprache ist nun mal ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel. Natürlich lernen diese Kinder unter Umständen Gebärdensprache oder können auch zusätzlich die Gebärdensprache unterstützend lernen. Aber grundsätzlich ist das Ziel, dass eben alle Kinder inklusiv mit allen anderen den Kindergarten besuchen können, die Schule besuchen können und sich auch irgendwann mal aussuchen können, welchen Job möchte ich denn einmal machen und da nicht eingeschränkt werden. Es ist ja noch nicht so allzu lange Zeit her, dass Eltern oft gar nicht gewusst haben, dass ihr Kind, ihr Baby eine Hörschädigung haben und haben sich gefragt, weswegen sich das Kind nicht so schnell weiterentwickelt oder nicht so entwickelt wie andere Kinder. Wann fangt ihr mit diesen neugeborenen Hörscreenings an? Also das Hörscreening findet zu einem ganz frühen Lebenszeitpunkt statt. Alles ab der 24. Lebensstunde und eben solange die Mutter mit dem Baby noch in der Geburtsklinik ist, also meistens so am 2. bis 3. Lebenstag. Das sind objektive Hörprüfverfahren, wo man nicht auf eine Reaktion des Kindes wartet, also zum Beispiel bewegt es sich, erschreckt es sich oder ähnliches, sondern wo man eben mit objektiven Hörprüfverfahren genau schaut, ist das Hörsystem so, wie es sein soll. Man muss dazu wissen, dass die Hör- und Sprachentwicklung bei Neugeborenen eben ganz, ganz früh stattfindet. Das beginnt schon ab der 23. Schwangerschaftswoche und wird zu einem ganz frühen Lebenszeitpunkt schon beendet. Also lange bevor ein Kind richtig sprechen kann, werden die Grundlagen dafür gelegt, dass das irgendwann mal möglich ist. Und normalerweise merkt man eben ohne einen Test, dass ein Kind nicht gut hören kann, wenn es nicht gut sprechen kann. Das kann doch unterschiedliche Ursachen haben und dann sind die Kinder unter Umständen 2 oder 3 Jahre alt und dann fängt man an, sich zu wundern, warum sagt das Kind nur Mama, Papa? Und dann findet man eben heraus, dass das Kind eine angeborene Schwerhörigkeit hat. Dann werden diese Kinder natürlich auch versorgt und therapiert, aber das Outcome ist nicht so gut, wie wenn ein Kind ganz, ganz früh schon diagnostiziert wird. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir einmal in den Kliniken den Schwestern das beibringen. Wie mache ich das? Worauf habe ich zu achten? Was ist auch datenschutzrechtlich wichtig? Also sind ja ganz viele Aspekte, die da noch mit reinspielen, die man beachten muss. Was ist hygienisch wichtig? Das Prüfverfahren ist völlig harmlos, ist ein nicht invasives Verfahren und am Ende bekommt man wie bei jedem Screening entweder das Ergebnis, es ist unauffällig, dann können die Eltern erstmal zu dem Zeitpunkt sicher sein, ist alles in Ordnung, oder es ist eben kontrollbedürftig und das bedeutet, man muss auf jeden Fall noch einmal fachgerecht von einem Facharzt, einem HNO-Arzt, einem PET-Audiologen nachkontrollieren und dann weiß man eben sicher, kann das Kind eine normale Lautsprachentwicklung dann im Ansatz hintendran haben. Es gibt natürlich geringgradige Schwierigkeiten,
die bei Geburt noch nicht diagnostiziert werden können. Das heißt, immer dann, wenn Eltern unsicher sind oder sagen, ah, ich habe das Gefühl, hier könnte was nicht in Ordnung sein, sollte man das natürlich auch im weiteren Verlauf immer ernst nehmen und denen die Möglichkeit geben, das kontrollieren zu lassen.